brave soul who fears not death. I shall guide you. Okay, wir müssen als allererstes mal ein paar Seelen loswerden. Ja komm, ein bisschen Vitali kann er vielleicht mal nicht noch zusätzlich schaden. Help the world be mended. Ja, wie es aussieht, hat The Old One entschieden. Wir werden so oder so noch ein NG Plus hinten ranhängen müssen. Aufgrund kleiner technischer Probleme bei Maiden Astraea. Ist aber kein Problem. Dann können wir auch mal gucken. Da muss man ja dann nicht alle Shinies einsammeln, nur nichts. Da kann man mal gucken, wie schnell wir wieder bis zum Punkt X kommen können. Nehmen wir es erstmal so hin. Wir haben als letztes das Crest of Vinland eingesammelt. Von Garl Vinland. Seine Black Phantom, dem rachsüchtigen Geist, der nach dem, was in den tiefsten Tiefen des Valley of Defilement vorgefallen ist, offensichtlich noch einmal zurückgekehrt ist, um Rache zu nehmen. Das ist ihm nicht gelungen, weshalb wir jetzt unter anderem auch seine Waffe haben. Thema Waffe. Da wir uns dann langsam mal bis in den Punkt nähern, an dem es wirklich für uns relevant wird, gut ausgerüstet zu sein. 53, 50? 100, 100. Eieieiei. Komm, Zeit war schön, aber Dark Silver Shield gibt uns noch einen Tacken mehr. So, aber was brauchen wir? Wir brauchen Waffen. Und Chips. Also, wir benötigen auf jeden Fall einen... Ich nehme einen Secret Dagger mit. Wir brauchen einen Shuttle. Ein Mailbreaker wäre auch noch eine Option. Den nehmen wir sicherheitshalber auch mit. Die Battle Axe brauchen wir auf jeden Fall. Mace brauchen wir, glaube ich, nicht. Short Spear ist gewünscht und gebraucht. Und Wooden Catalyst nehmen wir auch mit. Schild sollte eigentlich nicht notwendig sein. Okay. Achso, und das Bastardschwert brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ebenfalls notwendig. Bastard Sword plus 8, da ist es. Okay. Und da geht es nämlich schon ab zu Lunkaide, mit dem wir jetzt mal ein bisschen unsere Boss-Seelen investieren. Zaubermäßig haben wir eigentlich alles, was wir prinzipiell erstmal brauchen würden. Von der Warte her, selbst wenn wir nicht konkret vorhaben, Bosswaffen zu benutzen, würde ich vorschlagen, holen wir sie uns einfach alle mal, dann können wir sie uns mal angucken, auch wie sie funktionieren. Das geht tief. Glitch! Ich will wirklich... Nee, ich will runter. So. So, dann lass mal gucken. Also, wir können aus dem Bastard Sword auf jeden Fall schon mal das Morion Blade machen. Das wollen wir auf jeden Fall auch, denn... Ja, das hatten wir ja schon gelesen. Ne? Das ist eigentlich das Mark der Storm Beasts, der Sturmungeheuer. Diese Ungeheuer empfinden Spaß dabei, wenn der Träger in Gefahr ist. Und in diesen Situationen wird, so steht es im Text, die Angriffskraft der Klinge erhöht. Ist aber tatsächlich nicht nur die Klinge, sondern generell die Angriffskraft. Und ich habe da nochmal nachgesehen, tatsächlich gibt es nicht nur 30% mehr Angriffskraft dadurch, sondern entweder 60 oder 50 und der entsprechende Ring, der ab demselben Hitpoint-Level, nämlich bei 30% verbleibenden Maximal-Hitpoints einkickt, gibt dann das jeweils andere, also entweder 60 oder 50 dazu, macht zusammen 110, aber wie ich es auch schon angesagt hatte, die 110 werden nicht einfach so draufgeschlagen, sondern erst kommen 50 und diese erhöhte Angriffskraft wird dann nochmal um den Betrag des anderen Gegenstandes erhöht. Richtig dick wollen wir. Aus dem Wooden Catalyst können wir den Insanity Catalyst machen. Hergestellt aus der Seele des Dämonen Alter Mönch. Verursacht Wahnsinn beim Träger und erhöht die Stärke der Sprüche, die damit gewirkt werden, drastisch. Auf der Gegenseite halbiert es allerdings die MP des Nutzers. Wenn du keine Träume hast für die Zukunft, dann möchtest du vielleicht dein Vertrauen in die Macht des goldenen Gewandes legen. No Dreams for the Future. Das ist wohl das, was mit dem Old Monk passiert war. Holen wir uns Yellow Demon Soul, das ist okay. Aber auch den Insanity Catalyst. Dark Silver Shield, das können wir nur mit Hilfe der Colorless Demon Soul upgraden. Ich würde mir aber den Spaß fast machen. Zumindest, sagen wir mal, bis zur 2. Ja, komm, das ist schon okay. 59, 69, aber es hat halt 100% Magie-Damage. Magie-Block. Also sehr, sehr nützlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Battle Axe, wenn ich mich recht entsinne, müssen wir bis zur 6 upgraden. Das machen wir jetzt auch mal. Kann sein, dass wir nochmal hoch müssen zum dreckigen Mann. Moon Battle Axe, Blast Battle Axe. Und hier könnten wir die Dozer Axe. Warum können wir die nicht herstellen?
Weil sie zu schwer wäre, verstehe. Alles klar, machen wir. Okay. Warum genau bin ich so extrem schwer? Während wir gerade... Ach, weil ich Brand noch dabei habe. Ja, gut. Peinlich, peinlich. Macht aber nichts. Ich hoffe mal, ich habe jetzt keine Waffe vergessen, keine Bosswaffe. Wir organisieren uns erstmal alle, die es so gibt. Ah, Broken Sword, verdammt. Das schneiden wir alles. Und wissen Sie was? Wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns gleich spaßeshalber nochmal was für das Night Sword überlegen. Es ist halt die Frage, mit welchem Upgrade Path wir beim Night Sword am weitesten kommen würden. Anhand unserer Stats würde ich ja mal fast behaupten, dass es Richtung Quality gehen sollte. Andererseits wäre Blessed auch eine Option. Immer nur ein bisschen Magieschaden dabei. So, Upgrade Weapon. Broken Sword. Was können wir daraus machen? Das Blue Blood Sword. Dazu verwenden wir Astrias Seele. Magical Attack. Das ist, Blue Blood Sword dürfte so am ehesten dasjenige sein, was dem Artorias Sword aus Dark Souls am nächsten kommt, von den Stats. Wir sehen, alles müssen wir auf 18 haben, dann könnten wir damit umgehen. Ein weißes Eisenschwert, das aus der Seele der dämonischen Maid Astraea geboren wurde. Das Schwert wahrhaftigen Adels, dem die essentielle Macht innewohnt, mit der Menschen geboren werden. Und diese essentielle Macht erhöht seine Angriffskraft. Was sich so ein bisschen dahinter versteckt und worauf sich diese Sache mit dem mit der Essential Power Humans Are Born With bezieht, ist, das ist tatsächlich die einzige Waffe, die mit Luck skaliert, mit Glück. Je höher, das steht hier nirgendwo, aber je höher unser Luck-Wert ist, desto mehr Schaden können wir dabei raushauen. Wir haben keine bessere Verwendung, wenn ich es richtig gesehen habe, für die Seele von Astraea, deshalb bauen wir uns auch das zusammen. Das ist gut, das ist fein. Jetzt aber die Dozer-Axe. Eine ungeheuer schwere, klingenlose Großaxt. Diese Waffe wurde geschmiedet aus der Seele des Dämons Vanguard. Ein einzelner Schwung dieser Axt würde einen Menschen zerquetschen. Wir könnten sogar zwei daraus basteln, denn wir haben zwei Great Demon Souls dank unseres erfolgreichen Tutorial-Abschlusses. Eine soll uns indes reichen. Passt also. Shortspear, den brauchen wir auch. Sharpstone, endlich brauchen wir mal Sharpstones, das ist auch was wert. Und mit einem Short Spear Level 7 können wir einen Scraping Spear erstellen. Mit der Led Demon Soul. Das ist die, die wir von der Phalanx bekommen haben. Ein langer Speer mit unzähligen Dornen an seiner Spitze. Wurde hergestellt aus der Seele des Dämons Phalanx. Es kratzt, es zerstört gegnerisches Equipment und verringert so dessen Haltbarkeit. Das Besondere bei dieser Waffe, also das Gimmick sozusagen dieser Waffe ist, mit jedem erfolgreichen Treffer wird die Haltbarkeit des Equipments desjenigen, der getroffen wird, um 10 reduziert. Das gilt auch für NPC-Gegner. Könnte also nochmal potenziell nützlich werden, gegebenenfalls. So, was haben wir noch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch den Secret Dagger. Könnten wir direkt zu einem Sharp Secret Dagger machen, wollen wir aber nicht. Alles gut. Weitermachen, Soldat. 5. Und jetzt müssen wir schon Sharpstones organisieren. Ich bin ein bisschen erstaunt dadurch, dass wir haben bisher keine Sharpstones in irgendeiner Form größer verwendet. Irgendwie war unsere Ausbeute da relativ lascho, wie es aussieht. Ich überlege, ob es irgendeine Sharpstone-Nutzung unsererseits im größeren Ausmaß da schon gab, aber ich könnte mich zumindest an nichts erinnern, sagen wir es mal vorsichtig so. Machen wir mal 24. Jupp. Yay. Yep. Okay. Weiter upgraden. Boah. Jetzt haben wir die 7 da. Und da haben wir die Needle of Eternal Agony. Genau, die wollten wir haben. Schauen wir mal. Eine große gebogene Nadel mit Widerhaken. Diese Waffe wurde hergestellt aus der Seele des Dämons Maneater. Es sticht sein Ziel, verhakt sich in dessen Fleisch und schabt langsam an der Seele. Könnte es die Beziehung zwischen dem Wirt und der Schlange innerhalb der Maneater symbolisieren? Man weiß es nicht genau. Hier ist die Sonderfähigkeit. Also es macht lächerlich kleinen Schaden, wir sehen das. Ja. Und braucht 20 Dex und 20 Magie, um es sinnvoll benutzen zu können. Klassisches Latria-Tool sozusagen. Die Besonderheit ist, jedes Mal, wenn man irgendjemanden damit trifft, erhält man 20 Seelen. Das klingt erstmal nett, aber wir erinnern uns mal ganz kurz, wie viele Seelen wir bekommen, wenn wir ein bis zwei Pfeile auf die Stormbeasts abschießen. Das lohnt jetzt nicht wirklich. Man kann es theoretisch dazu benutzen, beispielsweise die Maiden in Black im Nexus anzuknuspern, da diese nicht sterben kann.
wenn man mal ganz dringend was reparieren muss oder so, aber am Ende des Tages nur bedingt nützlich das Teil. Kann man auch genauso gut mal schnell in Shrine of Storms gehen oder in irgendein anderes Level. Mehr als 20 Seelen kriegt man ja da meistens schon. Ja, dann fehlt tatsächlich nur noch eine einzige Sache. Das Shuttle. Kommt schon wieder über Sharpstones. Ich sehe uns schon wieder mal nach oben wandern. Komm sofort zurück. Zwing mich doch. So, wieder mal Seelenzeit. Das ist genau das, was ich meinte, ne? Also, jetzt für so eine Aktion ist es halt wirklich sehr nett, dass wir die guten Seelen zur Verfügung haben. Schwingen. Los, her mit dem Zeug. Sharpstones. Need more. 29 davon. Davon knüppeln wir auch nochmal ein paar raus. Safe is safe. I'm busy. Was? If it be a blacksmith, then show me some coin. Verflucht, jetzt habe ich. Hey, come. Komm jetzt sofort zurück. Das wusste ich gar nicht. I have no business with your kind. Ich habe mit deinesgleichen nichts zu tun. Ich bin beschäftigt. Verzisch dich. Da wird er echt zippig, wenn man ihn so stehen lässt. Lustig, okay. So, Shuttle. Und ich habe nicht genug Seelen dafür. Auf meine Zeit zu verschwenden. Ja, ja, ja. Storage Social Soul. Ich glaube, das wird noch ein bisschen teurer werden. Deshalb legen wir mal noch eine Storage Hero Soul nach. So. Shuttle. Tearing Shuttle. Ah, das ist mit dem Blutungseffekt, den wir dazu kriegen. Das ist aber auch nicht unendlich viel, ne? 60 mehr Blutung. Ist okay halt. Shuttle 8. Und jetzt könnten wir theoretisch das Large Sword of Searching herstellen. Bräuchten dafür allerdings die Hero Demon Soul, also die wir beim Old Hero aus dem Shrine of Storms haben. Die haben wir aber schon für Second Chance rausgeknallt. Deshalb lesen wir uns einfach mal so durch, was es kann. Ein großes Krummschwert, das aus Kristall besteht und eine enorme halbmondförmige Klinge aufweist, wurde geschmiedet aus der Seele des Dämons Alter Held. Die brüchige Klinge wurde in großem Maße in Mitleidenschaft gezogen durch Jahre des Kampfes. Der alte Held wird auch als der Searcher of Storms bezeichnet und seine Seele bringt dem Nutzer Glück auf der Suche nach mehr Items. Was das Ding macht, das ist eigentlich ein ganz okayes Krummschwert. Tharion ist eine ganze Zeit damit durch die Gegend geguckt. Es ist halt relativ schwer, muss man dazu sagen. Braucht eine relativ hohe Stärke. Ist dafür eine Quality-Waffe. Was das macht, ist erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner Gegenstände fallen lassen. Die habe ich normalerweise immer ganz gerne am Start, wenn ich nicht auf Faith gehe und dann dementsprechend Second Chance nicht benutzen kann, schrecklich muss, um sicherzustellen oder um die Chance zu erhöhen, dass Primeval Demons Colorless Demon Souls fallen lassen. Wir erinnern uns diese lustigen Metroid-Kaulquappen, die in den Blackworld-Tendency-Welten in der Gegend rumhirschen. Okay, müssen wir also dann jetzt erstmal dabei belassen. Und damit haben wir alle Bosswaffen, die es da so gibt. Was jetzt noch bleibt, Shard of Hearthstone. Ew, Hearthstones. Wie sie alle immer meine wertvollen Hearthstones haben wollen. Ich mache da draußen eine Quality-Waffe, glaube ich. I can feel this. Wir wollen also unsere Sidearm haben. Okay, Quality. Wir haben jetzt. D und E macht gerade mal 2 mehr. Gut, jetzt wollen wir es dann natürlich auch wieder upgraden. Kämen wir da schon noch mehr raus. Ja, komm, gesagt, getan. Wir wollen ein Quality Night Sword. Wollen wir? Ah! Dragonite skaliert auch nicht für unser Faith. Nee. Komm, das, da ist der Fall klar. Da haben wir schon 200 Schaden, was völlig okay ist. Mit einer halbwegs geschwinde Einhandwaffe. Zack. Und jetzt brauchen wir noch einen Pure Clearstone. Und das bringt uns auf locker flockige, jo. Mal gucken hier. 100, 200, 273 müssen das sein, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Jo. Das ist doch völlig in Ordnung. Zack. Schöne Quality Knight Sword. Well done. Gucken wir uns gleich an. Hey, wer geschubst? Das ist Blue Blood Sword. Da sehen wir, die Geschwindigkeit ist schon gut. Es gibt einen schönen Swipe. Ja, das Ding ist schon richtig gut. Nicht unbedingt für unseren Bild. Vielleicht mache ich irgendwann tatsächlich auch nochmal einen Luck-Char. Okay. Sollen wir uns mal die Reichweite angucken.
Das Ding ist einfach so nicht zum Kämpfen gedacht. Naja. Was sagst du? Dozer Eggs. Jawohl. Pau. Du also davon ausgehen, auch das ist wieder so ein Ding mit ordentlichem Knockback. Quasi die Waffe vom Vanguard. Scraping Spear. Können wir wieder hinter unserem Schild verwenden. Auch gut. Zack. Mal gucken, ob der auch den krassen Winged Spear Double Move hat. Yeah, hat er. Awesome. Und jetzt unser Quality Knight Sword. Zack, Thrusting Attack. Ich glaube, das könnte was werden als Sidearm auf jeden Fall. Wenn es mal schneller gehen muss. Okay, so viel also erstmal dazu. Kehren in den Nexus zurück. Es bleibt nicht mehr viel. Turm auf Latria gibt es wirklich nichts mehr, was mir anfallen würde, was wir tun könnten. Stonefang Mine, selbes Spiel. Wir haben selbst dieses blöde Item, diese Great Club, wie sich dann rausstellte, geborgen. Shrine of Storms werde ich vermutlich noch einmal hinwandern, kurz vor Ende, um Sparkly leer zu looten. Wenn wir eh schon ins NG Plus gehen, dann können wir auch die Gelegenheit nutzen, da nochmal alle relevanten Items abzufarmen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist Selen Winland das Wappen übergeben. Ah, schau mal her. Genau das müssen wir nämlich noch machen. Eine Runde in den Fötus Pool. Da haben wir uns natürlich alle schon riesig drauf. So, Needle of Eternal Agony geht weg. Das auch. Dozer Eggs fliegt raus. Brand brauchen wir noch. Scraping Spear. Lassen wir erstmal weg. Ja, den Talisman of the Beast. Können wir eigentlich drin überlassen. Insanity Catalyst, den brauchen wir nur wirklich nicht. Wir haben so schon nicht viel MP. Wie gesagt, Brand wollen wir noch behalten. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Ja, hauen wir nochmal ein paar Crash and Boom Gräser raus. Halbmondgräser. Wir waren ja so ein bisschen arm an Gräsern hier. Das ist blöd, das wollen wir nicht. Royal Lotus. Nehmen wir nochmal ein paar mit. Waffen. Ich hätte gern... Ich packe meinen Koffer und meinen Koffer packe ich. Als was zählt denn der Meat Cleaver? Ist das ein Hammer? Ja, Tatsache. Den wollen wir haben, of course. Und ausreichend Light Arrows. Die haben wir doch auch abgelegt. Genau, zumindest mal so 90 oder sowas nochmal mit einsacken. Oder 150. Just because I can. Okay. Schritt 1. Plague Resistance. Kling Ring. Können wir noch drinnen belassen. Das wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach ein Kamikaze-Kommando. Da müssen wir erstmal mit leben. Ist aber okay. Und da stehen wir schon wieder schön in der Suppe. Da drüben sind die Shinies, die uns reizen. Oh, er ist so langsam in dieser Brühe. So, also dank Brand und dem Ring of Disease Resistance haben wir es geschafft. Einmal durch, ohne sofort die Pest an den Hals zu bekommen. Ja, Freunde, ein bisschen spät für Verehrung. Hopp. Hopp. Pure Suckerstone. Oh, okay, kann man mal machen. Wie geht ihre Heldenseele? Fuck it. Können jetzt mit ein bisschen Glück und Spucke. Können wir nicht. Nehmen alles zurück. Geh weg. Das Problem ist, die tauchen halt unter Wasser auf. Dann blocken sie uns. Genau so. Wir machen da Blödsinn. Au. Ich will mehr Augenstein. Jetzt haben wir die Pest. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Jawoll. Ah, da unten liegt noch ein Item.
Was haben wir hier? Ja, das müsste auch das letzte Item sein, soweit ich das sehe, oder? Ja, dann ab zu. Wie viel mehr Augenstein? Cool. Alle super. Entschuldigen Sie, geht es hier irgendwo nach oben? Geht das? Cool. Ha, da ist auch nur eins. Okay, come on. Pure Mercury Stone, auch gut. Wir nehmen ja alles mit. Scheißegal. Okay. So, dann wollen wir wieder darüber. Mal gucken, ob wir was hinten bekommen. Natürlich nicht, weil die kleinen Penner nicht mitspielen. Komm hoch da. Mach jetzt hoch. Ah, mit der Waffe hochgecheatet. Sehr schön. Und dann. Und up and away. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich das hier flawless. Dieser Spieldurchgang ist weird. Gut, bei der Power of Brahmt. Geht das dann schon wieder? Okay, jetzt können wir Brahmt aber mal ablegen, denn wir hassen die Federal. Wiegt lieber. Achso, da jetzt kurz gebraucht, um das zu aktualisieren. Bzzzt. Da ist der Archstone. Aber den wollen wir nicht, denn wir wollen zu Selene. Können jetzt auch wieder, wie gehabt, unseren Thief Swing. Es ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich, wenn man mal eine Runde mit Brahmt gespielt hat, kommt einem plötzlich der Meat Cleaver vor wie ein Florett, rein von der Geschwindigkeit her. Ey! Wie es jetzt eklig ist, das Mistvieh. Ich habe keine. Naja, ich kann ja keine Pfeile haben, die ich nicht ausgerüstet habe. Ah, dann matscht es nochmal dreimal gut. Widerlich, was sich die Natur generell bei den Teilen hat einfallen lassen. Das soll mir mal jemand erklären. Nun aber. Im Flug aufgefangen, sehr schön. Und boom. Oi. Gras. Welcher Couleur auch immer. War das jetzt hier schon? Ich bin mir unsicher. Es müsste aber, glaube ich, hier. Ja. Blessed Mördenhammer, das wäre vermutlich mal was Geiles. Oi! Hey, little Bogge. Ja, geht doch. Chunk war's. Chunk of Fangstone. Wollte es nicht so schnell wegklicken, aber hat auch keine Lust, hinter dem Viech hinterher zu springen. Ah, jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Ah ja, macht nix. Dies macht nix. Kein Problem. Ja, also muss ich wirklich sagen, der Meat Cleaver ist eine Wucht. Brand war lustig, ist aber viel zu schwer. Und dann doch den entscheidenden Tick zu langsam. Meat Cleaver hat alles, was das Herz begehrt. Selene, mein Herz, wo bist du nun? Wenn ich mich recht entsinne, war sie überraschend früh hinter dem ersten Tor. Also, mal zum ersten Tor. Das war jetzt richtig dumm.
Ja, das... Das hast du dir verdient. Wie immer, wenn man überheblich wird, nicht? Oh, jetzt aber richtig. Ah, jetzt ja, eine Insel. Und diesmal nicht panisch werden im Versuch, Gift zu vermeiden. Also Reisende im Valley of Defilement sollte man die Vergiftung mit Stolz tragen, wie ein Souvenir. Oh, da hinten ist doch noch einer, oder? Na klar, ist da hinten noch einer. Komm ran hier. Ja, aber wir sehen, also Gift hin oder her ist kein Vergleich zu dem blöden Plague. Deprimierend, dass ich sie nicht one-shotten kann. Ärgert mich. Naja. Der schale Beigeschmack bleibt. Am Ende des Tages alles, was die Großen wie die kleinen Depraveds machen, ist hier irgendwie ihre deprimierend kaputte Heimat verteidigen. Und vor allen Dingen, was halt auch ein wichtiger Punkt ist, jetzt wo Strayer weg ist, gibt es niemanden mehr, der sich um diese Kaputten kümmert. Und weitestgehend kann man es ja dann vergessen, dass die Kirche spontan jetzt auf die Idee kommt, oh, da gibt es jemanden, der unsere Hilfe brauchen könnte. Vielleicht sorgen wir mal beispielsweise dafür, dass nicht mehr jeder seinen Schund und seinen Dreck und alles Vergiftete und Toxische hier in diese Schlucht reinfeuert. Wäre ja mal ein Ansatz. This crest, that is a Vinland heirloom meant for my younger brother. So, my brother and Astraea have both strayed from the path of God. The poor souls. Perhaps their hearts were too pure. Mbossa. Oh, traveling warrior. I hesitate to ask, but can you part with that crest? Garl has strayed from the path of righteousness, but I wish to have the heirloom in honor of our Vinland blood. I shall reward you in kind. Ja, komm. Thank you, kind warrior. As Garl's sister, I express my deepest thanks for your honoring of his name. Please accept this. It was intended for my brother, but now it should belong to you. May the angels gaze favorably upon you. Mbossa. Mbossa. Ring des hingebungsvollen Gebetes. May the angels gaze Mbossa. Mbossa. Sorry, dass es keine besseren Nachrichten gab. Ring of Devout Prayer erhöht die Miracle Memory Capacity. Ring of Sincere Prayer. Stimmt, das, auch den hatten wir ja bekommen. Erhöht die Macht der Wunder und erhöht gleichzeitig die Verwundbarkeitszeit, die man hat, während man Miracles castet. Man sagt, es wurde eins von der jungen sechsten Heiligen Astraea gefunden. Und zwar als eine Offenbarung Gottes, also wieder diese Revelations of God, diese super heiligen Artefakte. Ring des hingebungsvollen Gebetes. Ein extrem einfacher weißer Silberring. Erhöht die Gedächtniskapazität für Miracles. Also man kann sich mehr Miracles merken. Ein Symbol von hohem Status in der Kirche. Dieser Ring wird nur denjenigen gegeben, die sich dem reinen und ewigen Dienst für Gott hingeben. Und konstant ohne Unterlass hingebungsvoll beten. War Garl Vinland ja jetzt nicht mehr so richtig geeignet für. Astraea und Garl haben beide Andeutungen gemacht, dass Gott sie verlassen hätte. Also vielleicht nicht nur Gott, Garl Vinland sagt beispielsweise, was wollt ihr noch von uns? Ihr habt uns doch schon längst im Stich gelassen, abandoned, ihr habt uns verlassen, zurückgelassen sozusagen. So am Ende des Tages scheint es halt dann wirklich so gewesen zu sein, dass vermutlich das, was die beiden im Valley of Defilement gesehen haben, sie so erschüttert hat, dass die, die Frage, die ja durchaus mal aufkommen kann, die auch in der Realwelt gerne mal thematisiert wird in Medien und der Kunst, wie kann ein vermeintlich wohlmeinender Gott eigentlich zulassen, dass sowas passiert? Und die beiden haben dann entsprechend ihre Schlüsse gezogen. So, in der White World Tendency sind wir durch. Das heißt, das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist die ganze Situation hier in der Black World Tendency abklären. 6000 Seelen, die geben wir jetzt mal hin. Katsching. Da fällt mir doch gerade mal was ein. Have you visited the Baba to give? Du bist eine Enttäuschung, Monumental. Wieder und wieder und wieder. Rausschneiden. Wir werden es rausschneiden. Schnippe die Schnappe die Schere, der Meister Nadelöhr. So, 7-mal das Kunststück. Lawyer Brands and Close the Door, this is Suicide Apartment 47.
wissen wir, ist unser Weg relativ klar vorgegeben. Beide Blackwall Tendency Events befinden sich in 5-2. Das heißt, wir müssen jetzt nur einmal in der Blackwall Tendency irgendwie diesen Wahnsinn im Sumpf überleben. Bevor wir das allerdings tun, müssen wir reden. Ja, mit dir muss ich nicht reden. Frank, my man. Deathclaw können wir jetzt nicht mehr nehmen. Was wir allerdings nehmen können, ist die Poison Cloud. Schwierige Kiste. Weil Warding so verflucht teuer ist. Bring me more. Also wir können auf jeden Fall mal Brumt ablegen. Das brauchen wir jetzt nämlich wirklich nicht. Das macht allein schon ein Drittel unserer Gesamtlast aus. Starten beim Leechmonger. Jetzt Black is shite. Mal gucken, ich glaube, die Jungs hacken jetzt auch richtig ordentlich zu. Ja, sehen wir schon. Durch das Night Shield durch. Und weg. Das Problem ist jetzt natürlich auch, dass wir die großen bösen Buben, die ja vereinzelt auf uns lauern, dass wir die jetzt nicht ganz so einfach wegdominiert bekommen. Aber wenn wir schlau angehen, dürfte das trotzdem was werden. Und was noch viel schlimmer ist, wir haben tatsächlich zwei von den Kavens-Männern da. Soll also tierisch aufpassen. Der smarte Move wäre, nicht zu spielen. Vielleicht machen wir das auch. Ganz leise schleichen wir uns vorbei. Und da sehen wir schon, wie erwartet, in der Blackboard Tendency das schwarze Phantom von Selen. Und die war bei dem Gerecht ist ja auch sehr, sehr unangenehm. Aber das ist jetzt so nicht das, was ich geplant hatte. Andererseits... Throw the cheese! Verdient! Da ist er panisch geworden, da wollte er rollen, er stand im Sumpf und er wusste es. Da kann er gar nicht rollen. Ich vermute, dass es die schlauere Variante wäre, ohnehin nicht den Originalweg zu gehen. Oh, der Damage ist real. Ja. I see you. Ja, dann fliegt halt runter. Mir doch egal. Müssen wir mal gucken. Hier sind wir noch außerhalb. Hier sind wir noch im ersten Abschnitt. Es gibt ja quasi diese drei Zonen des Sumpfes. Einmal dort Startzone, dann der Teil, wo direkt am Anfang Salen ist, wo dann auch die lustigen fünf Gestalten von der Ephemeraugeninsel warten. Und dann halt die Stadt selbst. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt hier eigentlich richtig sein. Okay. Thiefswing läuft. Keine Ahnung, wo jedes Mal diese Seelen herkommen. Macht mich wuschig. Da ist sie. Wo lang schaut sie? Schaut von uns weg, gell? Mal gucken, ob wir hier den ersten Stich setzen können. Können wir auch. Ich glaube, das ist das Enter Magic Field. Muss es sein? 207, okay. Läuft. Okay.
Schöne Rolle. Warum darf sie eigentlich schon wieder rollen? Das war unfaire Scheiße. Und sie heilt sich original, oder? Ich kotze ab. Weg. Oh, Hammers. First try, sehr gut. Blind. Und was Bumseln und Sumseln? Blind. Ein Krummschwert mit einer klaren Klinge und einer durchsichtigen Klinge. Weithin ebenso bekannt wie der Mut der mattgoldenen Ritterin Selin Vinland, ist dieses Schwert eines von Vinlands Schätzen. Die Klinge ist eine Illusion und so leicht wie eine Feder. Sie kann durch eine Schildverteidigung hindurch gleiten. Besonderheit von dem Ding wiederum, man kann es mit dem Schild nicht blocken. Das war der Grund, warum ich noch im Hinterkopf hatte, dass es eher unangenehm ist, Selin zu falken. Aber wie wir gesehen haben, dank des Meat Cleavers ging das schon wieder. Bleibt nur noch eines zu tun, bevor wir diesen Ort dann endgültig hinter uns lassen können. Da harrt noch ein Primeval Demon unserer Aufmerksamkeit. Nein! Ach, naja, gut, was soll's. Was soll's denn? Das sind... Oh, oh. Zwei waren ein bisschen viel. Das war nicht direkt der Plan. Ich glaube, die beruhigen sich wieder. Ja, tun sie auch. Er reagiert sich an herumstehende Müll ab. Hi. Schon wieder beide. Will ich doch immer gar nicht. Und den Schuss wollte ich jetzt auch so nicht setzen. Ein Hoch auf unser Lavabo. So much about that. Wichtig ist bei den Halodus hier halt, dass man sich wirklich nicht erwischen lässt. Wir haben so abartig viel Health. Puhuhuhu. Ich sag's noch. 3 Stunden später. Schöner Schlagabtausch. Na komm, einen noch. Ja. Und das hat durch. Und dann kriegen wir unseren Ephemer-Augenstein wieder zurück. Schön, schön. Auch die mit Abstand gefährlichste Stelle. Es ist nicht so, dass man den Rest jetzt geschenkt kriegen würde, aber ich muss mal eins noch mal schnell checken. No. Please, Bayern. Bitte kaufe noch eins für das arme Kind. The stars that I still have. You're here to rid us off. Ja, schon geschehen. Finished you, wretched penny pincher, just like the chip. Hatte irgendwo gelesen, dass hier unter Umständen irgendwo ein vergleichsweise kleines Charaktermodell liegen soll. Möglicherweise ihr Sohn ist. Ratte. Na, sieht nicht danach aus. Naja. Oh, das wird heute aber auch noch die letzte Aktion sein jetzt. Da ist er nämlich, die fiese Amöbe. Oh, das sind viele. Fahre aus, Dämon. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
Und wenigstens lässt er uns auch eine farblose Dämonenseele liegen. Heller geht's nimmer. Lasst euch von mir nicht stören. Allerdings wäre es total super, wenn ihr mich auch nicht stören würdet, aber ich sehe, manche Sachen sind wohl zu viel verlangt. Lass mir durch, bitteschön. Jetzt an der Stelle nicht mehr problematisch. Oh Gott, damit bin ich müde. Ha. So, haben wir das auch geklärt. Wir haben jetzt in allen fünf Welten die Black Phantoms erlegt, was dazu führt, dass wir eine strahlende Charakterseelentendenz haben. Und ich gebe dem Monumental jetzt nochmal eine letzte Chance, sich entsprechend zu äußern. Take this. Nimm dies. It will be of help to you on your quest. Es wird dir von Nutzen sein auf deiner Queste. Friends Ring. Erhöht die Angriffskraft als ein Phantom. Ein mysteriöser blauer Ring, der vom Monumental gegeben wurde. Erhöht die Attack Power, die Angriffskraft als Phantom. Dieser mysteriöse Ring unterstützt die Kameraderie mit anderen, da sein Träger Kriegern in anderer Welt hilft und sich von ihnen helfen lässt. Dies war der Wunsch des letzten Monumentals. Der Foes Ring, der Ring des Feindes, macht zusammen mit diesem Ring ein vollständiges Set. Es gibt also noch einen zweiten Ring, den Foes Ring. Okay, also eine Aufnahmesession mit Höhen und Tiefen. Vier Archstones erledigt, bleibt nur noch Boletaria Palace. Die schauen wir uns beim nächsten Mal an, dieses Level, und bringen die Sache in Boletaria Palace zu Ende. Erstmal ganz vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.